Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar heute mal wieder Kuba. Und zwar die Partagas, Super Partagas, wurde mir empfohlen. Und eigentlich ist es interessant, dass ich so viele Partagas-Zigarren reviewe. Die werden mir immer so empfohlen, aber eigentlich bin ich eher so ein Fan von Romeo Giulietta Bolivar por la Ranaga, was jetzt die kubanischen angeht. Da muss ich das auf jeden Fall nachholen noch. Kostet 5 Euro. Hat eine Länge von 14 cm. Durchmesser von 1,59. Format Cremas, falls es jemand interessiert. Ringmaß 40. Ja, soll aber trotzdem eine Stunde Smoke versprechen hier. Wie gesagt, Kuba. Ja. Bin ich mal gespannt, ob das sich abhebt von den ganzen Partagas-Zigarren. Machen wir mal den Kaltgeruchtest. Ach, riecht schon gut, muss man sagen, muss man zugeben. Leicht Gewürz, leicht Pfeffer, Holz, Leder. Dann schauen wir mal, wie der Kaltzugtest ist. Bisschen verhalten. So ein bisschen Gras und Holz. Bis jetzt ist sie nicht super, aber. Der Smoke, auf den Smoke kommt's doch an. Bis gleich. So, dann machen wir sie doch mal an. Hoffentlich schmeckt sie. Aber ich bin guter Zuversicht. Dann machen wir auch gleich den ersten Zug. Kaffeeröstaroma Holz. Leichte Tendenz in die cremige, süße Richtung auch, so ganz dezent. Schmeckt bis jetzt, ja. So, sie hat auch angefangen rumzuzicken, ist sofort ausgegangen nach 2 Minuten, komisch. Ein Abbrand ist auch nicht so berauschend, aber das kennen wir, glaube ich, von kubanischen Zigarren, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ist trotzdem noch okay. Fast typisch kubanisch, aber ein bisschen milder. Also schon Kaffeeröstaroma, so ein bisschen prickeln, so ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Leder, ein bisschen Holz, aber schön weich. Also schön angenehm zu rauchen, um ehrlich zu sein. Ja, jetzt wird es ein bisschen ledriger, holziger, ein bisschen rustikaler, aber die Kaffeeröstaromen dominieren nach wie vor. Schade, dass sie permanent ausgeht, ich weiß nicht warum. Also sie ist nicht brutal fest eigentlich, man kann sie schön drücken eigentlich und ich habe auch mega viel abgeschnitten. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Also ich muss sagen, sie schmeckt mir mehr wie die Petit Coronas von Partagas. Aber nicht ganz so wie die Millefleurs von Partagas. Die Millefleurs von Partagas fand ich echt geil. Und für 5,10 Euro kann man die echt auch direkt als Kiste kaufen. Die hier ist so dazwischen. Also jetzt wird sie noch holziger. Und vielleicht kommt auch ein bisschen Erde hinzu. Also schon recht trocken auf den Zähnen. Aber wie ich von Anfang an gesagt habe, das ist weiche und nicht ganz so krass kubanische. Also, ist echt eine Alltagszigarre. So, geht ständig aus, aber ja, schmeckt. Punktabzug fürs ständige Ausgehen auf alle Fälle 4 von 5.
Preis-Leistung stimmt trotzdem. Bis zum nächsten Mal.